Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar und heute stelle ich euch verschiedene Jerky-Sorten vor. Da wäre einmal das Zimbo-Dörrfleisch. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, ne? Das gibt es im Realmarkt und überall heutzutage. Da gibt es aber eine Kleinigkeit zu beachten. Dann natürlich das Original Jack Links Beef Jerky. Das kennt wohl jeder von euch. Und hier meine Lieblingssorte ist Sweet and Hot, wobei ich habe gestern Abend eine ganze Packung von dem hier gegessen. Ist auch sehr lecker. Schmeckt halt sehr stark nach Pfeffer. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Das ist die Sorte Peppered. Und dann gibt es noch Teriyaki. Das ist eine Würzsoße aus Japan. Da ist Sojasauce hauptsächlich drin, aber auch noch Gewürze und Essig und so weiter. Aber bevor ich jetzt irgendwas hier mal probiere, lese ich euch vor, was die Jack Links Seite dazu zu sagen hat. Proteinsnacks. Ungesund snacken war gestern. Heute wird intelligent gesnackt. Ja, Fleisch hat man früher nicht gegessen, gell? Vor allem Fleisch mit sehr viel Zucker drin, ne? Da ist ja voll viel Zucker drin. In 100 Gramm stecken 25,6 Gramm Kohlenhydrate, davon 21,4 Gramm Zucker. Ja, das war aber gestern das ungesunde Snacken, ne? Ist ja voll gesund, Haushaltszucker, ne? Ernährungsexperten sind sich einig. Abwechslungsreiche Ernährung braucht wertvolle Snacks. Auch so ein geiler Satz, ne? Abwechslungsreiche Ernährung braucht doch keine wertvollen Snacks, mehr als eine nicht abwechslungsreiche Ernährung. Wertvolle Snacks sind immer gut, ob das abwechslungsreich ist oder nicht. Oder meinen die damit, eine Ernährung ist nur dann abwechslungsreich, wenn wertvolle Snacks enthalten sind? Das ist auch Quatsch. Abwechslung hat mit dem Wert der Snacks nichts zu tun. Das ist der reine Quatsch hier. Sie geben Energie und reduzieren das Verlangen nach kalorienreichen Zwischenmahlzeiten. Also ein Snack ist nur wertvoll, wenn er viel Energie gibt. Ein Salat ist zum Beispiel kein wertvoller Snack nach dieser Definition. Fitnessmagazine und Beauty-Zeitschriften kennen kaum ein anderes Thema und bestätigen den anhaltenden Verbrauchertrend. Zwischensnack? Ja, aber leicht. Ansprechend und sättigend muss er sein. Ist ja auch sehr leicht. Getrocknetes Fleisch ist ja sehr leicht. 100 Gramm Beef Jerky werden aus 172 Gramm Rindfleisch hergestellt und dann ist noch Zucker drin. Sehr leicht. Unglaublich. Gut, es ist wenig Fett drin, 3 Gramm Fett. Da Protein nachweislich der am besten sättigende Nährstoff ist, weist der clevere Snack einen hohen Eiweißgehalt auf. Gut, es ist wirklich so, ne? Also wenn ich viel Eiweiß gegessen habe oder viel Fleisch oder sowas, dann bin ich ewig satt. Beispiel Döner. Habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Der Snackvergleich Beef Jerky versus Studentenfutter versus Kartoffelchips zeigt, Jack Links Beef Jerky hat die Nase als Smart Snack ganz weit vorn. Passt jetzt aber auch nicht zu der vorigen Aussage, ne? Die sagen jetzt, Beef Jerky ist viel besser als Studentenfutter und Kartoffelchips. Gerade eben haben sie noch gesagt, abwechslungsreich wäre gut. Jetzt soll man nur noch Trockenfleisch fressen oder was? Eine 100-Gramm-Portion auf Basis der 25-Gramm-Tüten. Warum berechnen die das auf Basis der 25-Gramm-Tüten? Die hier hat 75 Gramm. Also es macht wieder überhaupt keinen Sinn, ne? Da ist wahrscheinlich in den 25-Gramm-Tüten irgendwie noch ein bisschen mehr Protein drin oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man überhaupt sowas da hinschreibt. Die vergleichbare Menge Studentenfutter kommt mit 14 mal so viel Fett und der mehr als doppelten Menge an Kalorien daher. Während Chips beim 12-fachen Fettgehalt 87% weniger Eiweiß beinhalten. Ja, und vor allem weniger wertvolles Eiweiß. Aber seht ihr, was hier wieder gemacht wird? Hier wird wieder gesagt, wenig Fett ist gesund, ne? Wir haben hier diesen Nukao Schokoriegel probiert. Da wurde gesagt, wir haben wenig Kohlenhydrate in unserem Snack drin. Das ist besonders gut. Und hier wird jetzt wieder gesagt, besonders wenig Fett wäre gut. Also, da streiten sich auch die Geister. Leute, ihr müsst das machen, was euch gut bekommt und was euch gut schmeckt. Das ist mein Tipp an euch.
Die Jack Links Fleischsnacks sind reich an Proteinen, enthalten viel Eisen und kaum Fett, die clevere und leckere Art, guten Gewissens zu snacken. Gut. In diesem Sinne, Jack Links ist also was sehr Gesundes. Ich bin sowieso immer nur für die gesunden Sachen. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken hier. Also die Gesundheit geht sowieso immer vor. Also, fangen wir mal an mit dem Original. Machen wir mal ein großes Stück raus. Und ein kleiner Tipp von mir, Leute, guckt immer hinten, da ist so ein kleines Fenster, ne? Da könnt ihr sehen, ob da viele Längsstreifen sind, also langfaserige Stücke. Und die sind meiner Meinung nach nicht so gut, so wie das hier. Das ist langfaserig. Ich habe jetzt selber nicht drauf geachtet beim Kauf, aber ihr könnt da wirklich ein bisschen drauf achten, dass es nicht dieses hier ist, dieses langfaserige. Seht ihr, da ist eine ganz lange Fleischfaser drin, ne? Jetzt seht ihr es vielleicht noch besser. Das sind langfaserige Stücke hier. Und die kurzfaserigen Stücke sind deutlich besser. Aber ich habe jetzt hier leider nicht viele drin. Und das ist auch der Grund, warum manche schreiben, dass manche Packungen unterschiedlich gut sind. Ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass wenn ihr dieses kurzfaserige habt, das quer zur Faser geschnitten wurde, dass das einfach mehr und besseren Geschmack hat, ist meine Meinung. So, beißen wir mal rein. Also auch schon vom Biss merkt man das. Wenn das das langfaserige ist, dann ist es einfach schwerer zu kauen. Das Jack Links Original Beef Jerky hat jetzt keinen besonderen Geschmack, der heraussticht oder so. Es ist halt süß. Man merkt, es ist gewürzt. Hefeextrakt, also da ist Geschmacksverstärker drin. Sojasoßenpulver. Raucharoma. Extrakt aus Rosmarin, Gewürze, Aroma. Verschiedenes Zeug ist da drin. Aber es fügt sich alles zusammen zu einem Geschmack, der keine Ecken und Kanten hatten, wo man auch nicht sagen kann, das schmeckt nach was Bestimmtem. Salzig, Umami und süß, kann man sagen. So, dann das Sweet and Hot. Meine ehemalige Lieblingssorte. Jetzt weiß ich aber nicht, ob Pfeffer meine neue Lieblingssorte ist. Da haben wir, oh, das riecht schon so geil. Da haben wir auch wieder das längsfaserige Fleisch hier mit den langen Fasern. Haben wir hier vielleicht ein kurzfaseriges? Ah, ich habe diesmal wirklich nicht aufgepasst. Ich war ein bisschen perplex, weil jedes Beef Jerky hier hat 4,29 € gekostet. Aber das Peppered, das hat 3,79 € gekostet. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht sind die Pfefferpreise gesunken. Nein, auch hier finde ich leider nichts Kurzfaseriges. Schade. Jetzt beißen wir mal rein. Ja, hier kommt halt so richtig der Chili-Bums. Ah, schaut mal. Hier werden 100 Gramm aus 187 Gramm Rindfleisch hergestellt. Das ist auch ein bisschen härter, finde ich. Zumindest dieses Stück hier. Und während das Original Beef Jerky 2,5 Gramm Fett hat, hat das hier 3,5 Gramm Fett. Das Original hat 18 Gramm Kohlenhydrate und das hier hat 25 Gramm Kohlenhydrate. Ja, durch die Schärfe kann man mehr Zucker hinzufügen. Und die Packungen sind wieder verschließbar durch einen Druckverschluss.
Das ist natürlich 1A, ne? Vor allem, das hier ist auch sehr gut aufzubewahren. Man kann ruhig eine Packung aufmachen und 2 Wochen dran essen. Ist bei dem Jack Links wirklich kein Problem. Im Gegensatz zum Zimbo. Dann probieren wir als nächstes das Peppered. Und hier haben wir wieder genauso viel Kohlenhydrate, sogar ein bisschen mehr wie beim Sweet and Hot, nämlich 25,6 Gramm. Und Fett haben wir 3 Gramm. Liegt also genau zwischen den scharfen Sweet and Hot und den Original. Und hier haben wir jetzt Pfefferstücke drin. Und wir haben es auch wieder längsfasrig. Hier habe ich jetzt ein kurzfasriges Stück gefunden. Ich hatte heute wohl ein bisschen Pech. Und es wird wahrscheinlich viel leckerer sein als die anderen. Boah. Warum ist denn das so hart? Ne, ist auch längsfasrig. Keine Ahnung, was los ist. Aber schmeckt einfach geil. Also wenn ihr Pfeffer mögt, ist einfach der Oberhammer hier. Probieren wir mal die letzte Sorte. Oh nee, warum haben sie denn wieder das Recipe improved? Da steht dreimal drauf, improved recipe. Warum machen die immer an diesen Rezepturen rum? Die sind doch gut so, wie sie sind. Die brauchen doch nichts dran verändern. Oh, und hier riecht es oh, sehr würzig raus. Teriyaki. Hier drin ist der größte Fettgehalt, 3,7 Gramm Fett. 19,3 Gramm Kohlenhydrate. Das ist eigentlich dem Original Beef Jerky von Jack Links sehr ähnlich. Es schmeckt halt noch mal mehr nach Sojasauce. Okay, Leute, kommen wir zum letzten Beef Jerky, nämlich zum Zimbo. Es ist Trockenfleisch in Bio-Qualität, herzhafter Rindfleisch-Snack, luftgetrocknet, hoher Proteingehalt. Da gibt es auch verschiedene Sorten, aber das hier ist die beste, finde ich. Und jetzt muss ich die Firma Zimbo oder Simbo mal rügen. Ich habe denen mal eine Mail geschrieben, dass es das nicht sein kann, dass hier drauf steht, ohne Kühlung haltbar, steht hier drauf, ne? Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen. Wenn man das aber einfach so liegen lässt und nicht in den Kühlschrank legt, dann verschimmelt es. Und das finde ich wirklich unter aller Sau und auch gefährlich. Gut, es das heißt ja immer, Schimmel, der auf eiweißhaltigen Lebensmitteln wächst, der ist nicht giftig. So wie der Edelschimmel auf Käse und auf Salami oder auf Schinken. Aber trotzdem, es ist eklig und ganz ehrlich, da ist ja auch anderes Zeug drin, oder? Ne, da ist überhaupt kein Zucker drin. 0 Gramm Zucker, da ist überhaupt nichts drin. Okay, gut. Also es sind keine Kohlenhydrate drauf, wo dieser böse grüne Schimmel wachsen könnte. Aber appetitlich finde ich das nicht, wenn das rumschimmelt. Und es schmeckt dann auch komisch. Also ich habe das auch schon so ansatzweise vergammelt mal gegessen. Ja, Leute, ich bin nicht so empfindlich. Ich denke mir immer, die Höhlenmenschen sind auch nicht gleich verreckt, oder? Wenn die mal irgendwas Älteres gegessen haben. Und man kann ja nur sagen, dass etwas frisch ist und gut, wenn man weiß, wie es alt schmeckt. Deswegen so kleine Kostproben mache ich manchmal, auch wenn ich mir denke, dass es nicht mehr ganz frisch ist. Ja, ich bin komisch, ich weiß. Ich bin ein schlechter Mensch, weil ich probiere alte Sachen.
Ah, demnächst kommt auch mal noch eine Rezension über alten Joghurt, glaube ich. Und auch noch Beef Jerky aus der Dose werde ich auch noch machen. Aber ey, ich versuche hier die ganze Zeit, es aufzufummeln und es geht nicht auf. Das ist auch so ein Druckverschluss. Ja, das ist irgendwie, ich habe das weggemacht, trotzdem noch festgeklebt. Also die Leute von Zimbo gehen mir echt auf den Keks. Auf jeden Fall habe ich denen dann geschrieben und die haben zu mir gesagt, ja, dass es meine eigene Schuld ist, weil ich das nicht richtig gelagert hätte oder irgendwas oder ich hätte es zu lange aufgehoben oder irgendwas. Ich habe die Mail leider nicht mehr gefunden. Und ja, sowas Dummes habe ich noch nie erlebt, gell? Ah, jetzt geht's auf. Ah, seht ihr das? Das ist hier noch verschweißt sozusagen. Ich habe das jetzt ein bisschen aufgeschnitten, jetzt geht's. Ah, das finde ich auch schon Quatsch. So ein Beutel hier kostet 4 Euro. Da kann man ruhig ein bisschen, oh, geile Verpackung benutzen. Ey, das riecht so gut. Eigentlich, ich liebe das unglaublich. Ich bin nur so verärgert von der Firma Zimbo, dass sie mir so eine blöde Mail geschrieben haben. Die hätten sich ja entschuldigen können, dass das Zeug verschimmelt innerhalb von 2 Tagen. Ist es nämlich einfach so verschimmelt und war innen ganz weiß. Wenn ich das Bild noch finde, aber ich glaube, ich finde es nicht, dann blende ich das jetzt kurz ein. Hundert Gramm Fertigprodukt werden hergestellt aus 236 Gramm Fleisch, also noch deutlich mehr als bei dem hier. Und hier ist auch Konservierungsstoff Natriumnitrit drin, aber nicht so viel, glaube ich. Und ich finde halt, wenn sie das schon reinmachen, den Konservierungsstoff, dann halt genug, dass es nicht anfängt zu schimmeln. Oder sie sollen es gleich weglassen und sagen, man muss es halt gleich essen. Oder man soll es in den Kühlschrank legen oder irgendwas. Ach, so bringt es ja nichts, wenn das jedes Mal verschimmelt. Ich habe dann auch keinen Ersatz bekommen oder irgendwas von der Firma Zimbo, was ja normalerweise normal ist, dass man eine Ersatzpackung dann wenigstens bekommt. Ich habe nur eine blöde Mail mit Standardsätzen gekriegt und war so verärgert, weil es ist ja auch nicht gerade billig, ne? Ich habe dann sogar zwei solche Packungen gehabt, die sind dann beide verschimmelt, ne? Das Klassik. Ach Moment, das ist ja gar nicht meine Lieblingssorte. Hier ist zwar Salz und Pfeffer drauf, aber da gibt es noch eine Peppered-Sorte. Also wie hier. Extra mit viel Pfeffer. Und das ist eigentlich meine Lieblingssorte. Jetzt habe ich mich aber von dem Bild hier blenden lassen. Und hier ist nämlich Pfeffer drauf und Salz. Deswegen habe ich gedacht, das wäre die Sorte. Ja. Die gepfefferte Sorte ist noch mal ein Stück besser, aber das ist wirklich lecker. Es hat einen anderen Geschmack einfach als dieses Jack Links. Es ist einfach nicht so süß. Es ist einfach ein bisschen herzhafter. Es schmeckt nicht wie so eine Fleischsüßigkeit, sondern einfach nach Fleisch. Es hat ein bisschen Säure. Die setzen aber keine Säure hinzu, sondern die entsteht irgendwie bei der Reifung dann wahrscheinlich, schätze ich mal. Und wundert euch nicht, dass in einem Bioprodukt hier Konservierungsstoff drin ist. Das geht nämlich gar nicht anders. Wenn man ein Fleisch so feucht haben will, dass es noch biegsam ist, dann ist es kein richtiges Dörrfleisch und dann muss man Konservierungsstoff hinzufügen. Wenn ihr mal Beef Jerky selber macht oder es gibt dieses Schwarzwald Beef Jerky, das habe ich mal gehabt, aber da habe ich noch keinen YouTube-Kanal gehabt. Vielleicht kaufe ich das mal wieder und rezensiere das. Aber ehrlich gesagt, ich fand das auch nicht so lecker. Und da seht ihr dann mal, dass richtiges Dörrfleisch richtig trocken und hart und spröde ist. Also hier ist noch ein immenser Wassergehalt drin. Und deswegen ist es biegsam und leicht kaubar und alles. Aber wenn ihr selbst mal ein Beef Jerky macht, dann kriegt ihr das nicht hin, ohne dass es schimmelt und fault. Das muss dann ganz trocken sein, wenn ihr das im Dörrautomat oder so zubereitet. Okay, Leute, das war's für heute. Wenn ihr mehr Produkttests und Rezensionen von komischen Lebensmitteln sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet. Und dann kann ich nur noch sagen, ciao, Leute!